Deshalb, wir alle warten auf einen einzigen bestimmten Tag, eine bestimmte Nacht, die inshallah jeder von uns erleben wird bald. Und wir warten sehnsüchtig auf eine bestimmte Nacht. Und es ist eine Nacht zum 23. Ramadan. Die Überlieferungen sagen, der Schrei von Jibrail a.s. salam wird in einer Nacht zum 23. Ramadan zu hören sein. Worin er sagt, Ali ist mit der Wahrheit, so folget ihm. 3 Monate später, stellt euch vor, die Nacht zum 23. Ramadan, die Nacht zu Laylatul Qadr, 3 Monate später, die Nacht zu Ashura. Die Nacht zu Ashura wird der Imam der Zeit, Al-Mahdi Al-Muntabar, Ajallallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, erscheinen in Masjid al-Haram bei der Kaaba. Wer wird um ihn herum sein? Die 313. Diese 313, die Top-Generäle, die Top-Auserwählten des Imams Ajallallahu Faraj al-Sharif, bekommen eine spezielle Einladung vom Imam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wird ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie sie zum Imam gelangen. Sie werden mit ihm dort an der Kaaba stehen. Und der Imam, Ajallallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, wird das erste Mal mit ihnen als Jama'a vor der gesamten Welt Salatul Maghrib und Salatul Isha verrichten, mit den 313. Und darunter werden 50 Frauen sein. Danach, nach dem Gebet, schaut wie Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq a.s., unser Imam, wie er diese Begebenheit detailliert formuliert hat. Jede einzelne Bewegung des Imams hat Imam Sadiq beschrieben. Er sagte, der Imam der Zeit wird das Gebet mit ihnen verrichten, mit den 313. Dann wendet er sich mit seinem Rücken zur Kaaba und er wird eine Rede halten. Diese Rede, die der Imam der Zeit halten wird, Wort für Wort ist diese Rede überliefert in unseren Büchern. Bis der Imam, Ajallallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, 5 Ausrufungen machen wird, 5 Rufe tätigen wird. Und er wird sagen, Ala ya ahla al-alam, ana al-imam al-qa'im, Ala ya ahla al-alam, ana al Samsam al-Muntaqim, Ala ya ahla al-alam, inna jaddi al-Husayn qataluhu atshana. Zum ersten Mal wird die gesamte Menschheit hören, wie der Imam der Zeit, Ajallallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, das Ereignis seines Großvaters Hussein ibn Ali erwähnt. Er wird sagen, Ala ya ahla al-alam, o ihr Leute der Welt, ich bin der Imam, der aufersteht, der revolutionäre Imam, der die Revolution anführen wird. Ich bin derjenige, der Rächer sein wird. Ala ya ahla al-alam, o ihr Leute der Welt, wahrlich, mein Großvater Hussein wurde durstig ermordet. Bis er dann sagte, Ala ya ahla al-alam, inna jaddi al-Hussein tarahuhu uryana. Ala ya ahla al-alam, inna jaddi al-Hussein sahaquhu udwana. Er wird die Menschen die Ereignisse von Ashura aufzeigen und erklären. Und ich glaube, kein Auge eines wahren Liebenden wird trocken bleiben, wenn Imam Sahib al-Asr wa Zaman den Namen seines Großvaters Hussein erwähnt. Ich glaube, keiner wird sich dann beherrschen können, wenn der Imam zum ersten Mal den Namen seines Großvaters Abi Abdullah al-Hussein erwähnt und seine Tragödien erwähnt. Der Imam der Zeit wird dastehen mit seinen 313, die auserkorenen, die auserlesenen Anhänger. Wer kriegt dies mit? Sufyani. Der Sufyani kriegt mit, der Imam ist erschienen. Die 313 sind bei ihm in der Kaaba, in Masjid al-Haram. Er wird eine Armee aufstellen von 70.000 Mann. Diese werden von Syrien kommen, sie bekommen den Befehl, den Mahdi, Ajallallahu Faraj al-Sharif, zu töten, ihn zu bekämpfen. Sie werden also von der Region Syrien Richtung Mekka kommen. Sie werden erstmal in Medina stationieren. Und die Überlieferungen sagen, was sie mit dieser Stadt anrichten werden, kann man nicht in Worte beschreiben. Jeder, der Ali, Hassan, Hussein heißt, wird genommen und getötet werden. Das haben wir bei ISIS vor kurzem gesehen. Jeder Schiite, der gesehen wird, wird sofort getötet. Sie werden die Stadt auseinandernehmen, Medina. Sie werden die Prophetenmoschee, wal'iyadhu billah, als Stall für die Tiere nutzen. Sie werden Frauen versklaven, Frauen schänden und so weiter und so fort. Und sie machen sich dann weiter auf dem Weg nach Mekka, um den Imam zu töten. Zwischen Medina und Mekka gibt es einen Ort namens Bayda. An diesem Ort werden sie stehen. Al-Khasfu bil-Bayda gehört zu den Alamatul Hatmiyya. Al-Khasfu bil-Bayda, das heißt, wenn die Armee des Sufyan, diese 70.000 Mann von Medina weitergeht nach Mekka, um den Imam zu bekämpfen, werden sie zu dieser Region Al-Bayda ankommen. Diese Region hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als erstes erwähnt. Er sagte, eines Tages war er mit seinen Gefährten da, in dieser Region Bayda.
und er weinte. Und sie fragten ihn, o Gesandter Gottes, warum weinst du? Er sagte, wir befinden uns in der Region Baida. Wisset, dass eines Tages eine Armee aufgestellt wird, um meinen Sohn Al-Mahdi zu bekämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie an diesem Ort vernichten. Was wird geschehen? Diese 70.000 Mann auf dem Weg nach Mekka. Jibra'il a.s. wird kommen und den Boden unter ihnen aufreißen. Und die Erde wird sie komplett verschlucken. Das heißt, man könnte sagen, es wird ein gewaltiges Erdbeben geben und sie alle werden sterben. Diese 70.000 Mann. Der Imam der Zeit, ajalallahu farajahu sharif, macht sich dann auf den Weg, verlässt Mekka und geht Richtung Irak. Dort schließen sich ihm die Armeen des Khurasanis, die Armeen des Yamanis, schließen sich dem Imam an. Der nächste innere Kreis von den 313 sind 10.000 Mann, die sich dem Imam erstmal anschließen. Das heißt, der Imam der Zeit, ajallahu farajahu sharif, der nächste Zirkel sind die 313, die Top-Generäle, die auserkorenen Generäle des Imams. Der nächste Zirkel sind 10.000 Gläubige. Sie sind zwar nicht so wie die 313, aber auch extrem stark in ihrem Glauben, dem Imam loyal, dem Imam ergeben. Das ist der nächste Zirkel. Danach kommt die Armee des Khurasanis, die Armee des Yamanis, sie schließen sich alle dem Imam an. Und dann gehen sie nach Karbala als erstes, wie die Überlieferung sagen. Dort grüßt Imam al-Mahdi, ajalallahu farajahu sharif, macht Ziyara bei seinem Großvater Imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Und ich will nicht wissen, wie Karbala dann sein wird. Stellt euch dieses Jahr vor, wo der Imam der Zeit zum ersten Mal nach Karbala geht und seinen Vater Imam al-Hussein besucht und Ziyara bei ihm macht. Was wird los sein? Was wird dort los sein, wenn der Imam der Zeit zum ersten Mal seinen Großvater besucht? Bis er sich dann weitermacht Richtung Kufa. Dort wird seine Hauptresidenz sein. Dort wird er sich niederlassen. Das wird der Ort sein, von wo er seine Revolution lenkt und startet. Danach bekommt der Imam, ajallahu ta'ala farajahu sharif, die Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala, nach Palästina zu gehen, zum Masjid al-Qudus. Und diesen Ort, die Überlieferung sagen, dieser Ort wird von fremden Mächten besetzt sein und der Imam, ajallahu farajahu sharif, wird diesen Ort befreien von den fremden Mächten. Das ist das, was die Überlieferung sagen. Der Imam wird dorthin gehen und diesen Ort von diesen Mächten befreien. Bis dahin hat die westliche Welt, die nicht-muslimische Welt, bisher nur zugesehen. Von außen zugesehen. Sie haben gesehen, Sufyani, Armee, Erdbeben, Armee wird getötet. Da ist irgendwie so ein Anführer, der sich Mahdi nennt, der ist jetzt von Mekka erschienen, nach Kufa gegangen. Sie sagen, das ist so ein innermuslimisches Ding, wir halten uns da raus. Sobald aber der Imam nach Qudus geht, Masjid al-Qudus, und die fremden Mächte bekämpft und befreit, werden sie ihre Lobbys aktivieren. Sie werden ihre Armeen aufstellen, sie werden ihre Lobbys aktivieren, eine große Armee aufstellen, um den Imam zu bekämpfen. Und dann passiert ein Wunder, ein wunderschönes Wunder. Bevor sie den Imam angreifen, passiert etwas Außergewöhnliches. Isa ibn Maryam erscheint, wird von Allah subhanahu wa ta'ala, bekommt die Erlaubnis, kommt vom Himmel hinab und erscheint. Die christliche Welt ist erstmal verwirrt. Ja, oder beziehungsweise freut sich erstmal, ja, der Messias ist endlich da, er wird uns helfen, gegen den Antichristen zu kämpfen. Was werden sie denken? Der Mahdi, ajallallahu farajahu sharif, ist der Antichrist, wal'iyadu billah. Bis heute gibt es Christen, Prediger, Priester, die kommen und sagen, dieser Mahdi, dieser Anführer der Muslime, das ist der Antichrist, den unser Messias töten wird. Isa ibn Maryam erscheint, die christliche Welt ist erstmal verwirrt. Was wird er machen? Wird er auf unserer Seite sein? Was wird geschehen? Was macht Isa ibn Maryam? Er geht zum Masjid al-Qudus, zu Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala faraj al-Sharif. Er geht zu ihm und dann tritt die Gebetszeit ein. Imam al-Mahdi, ajallallahu faraj al-Sharif, sagt aus Höflichkeit, aus Bescheidenheit, O Ruh Allah, O Geist Gottes, bitte leite das Gebet für uns. Und Isa ibn Maryam a.s. wird sagen, nein, du bist dem würdiger, O Sohn des Gesandten Gottes. Und er wird ihn nach vorne schicken, damit der Imam der Zeit, ajallallahu faraj al-Sharif, das Gebet leitet und hinter ihm wird Isa ibn Maryam beten. Und dann wird die gesamte Welt sehen, wie Isa ibn Maryam plötzlich sich diesem Imam anschließt, plötzlich hinter ihm betet. Eine große Zahl der Christen werden sich Isa ibn Maryam und Imam al-Mahdi, ajallahu farajahu sharif, anschließen daraufhin. Deshalb, wenn der Imam alayhi salam erscheint, wenn Isa ibn Maryam erscheint und die Armeen ihn bekämpfen, glaubt nicht, das ist eine Sache Schiiten gegen Nicht-Schiiten, Muslime gegen Nicht-Muslime. Nein, auf der Seite des Imams wird es Christen geben, es wird Sunniten geben, es wird Schiiten geben, es wird Hinduisten geben, Buddhisten, Atheisten, jeder.
der für Gerechtigkeit steht, wird diesen Imam sehen und sagen, das ist das, was ich mein Leben lang sehen wollte. Diese Gerechtigkeit, die dieser Mann etabliert, das will ich haben. Ich schließe mich ihm an. Muslim, Gott, Prophet, egal was er sagt, ich bin mit ihm.